So, hey Kinders und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tomb Raider 1 Remastered und All Collectibles wollen wir hier machen. Ja, wie gesagt, Ala leider noch nicht da, die ist, die, ja, die wird schlafen. Die Sau. Diesmal, ja, haben wir viel mit Ratten zu tun, leider. Aber wir sind mal Klempner, ja? Klempner sage ich schon. Rattenjäger. Deswegen kriegen wir die alle. Wenn wir hier den Hebel betätigen, dann machen wir da hinten noch eine Tür auf. Zwei Ratten kommen raus. Und das ist uns deswegen wichtig, weil dort ein Medikit ist. So, ansonsten können wir hier runter. Und sind schon in der großen Zisterne. So, damit die eine Ratte uns nicht nervt, gehen wir der gerade mal ein bisschen entgegen. Wir gehen jetzt ins Wasser rein, da sind zwar zwei Krokodile, aber wir sollen uns mal gerade nicht so übermäßig hoffentlich stören und holen uns schon das erste Secret. Wo ihr rausgeht, ist eigentlich egal. Wir wollen nämlich erstmal dann an Land. Wenn es jetzt geht, kümmern wir uns gerade um die zwei Krokodile. Nicht abhauen, nicht abhauen! Noch erwischt. Wunderschön. So, hier bei der Zisterne ist außenrum nichts Besonderes. Deswegen brauchen wir hier auch gerade überhaupt nicht großartig irgendwas machen. Wo wir hin wollen, ist hier. In der Mitte ist ja dieser schöne Aufbau. Und machen wir es einmal so, einmal so. Klettern jetzt hier hoch. Eine schöne Rolle, Anlauf, Sprung. Und dann sind wir hier oben. Hier oben kommt auch schon wieder unser Pierre. Der kleine Penner. So, das war's dann auch schon wieder mit ihm. Dann gehen wir hier hinten hoch. Mag man am Anfang übersehen, aber ja. Wenn man es denn weiß, ne, dann hier hoch. Ich weiß, da unten sieht man einen Hebel, aber den brauchen wir momentan noch nicht. So, hier haben wir ein Secret. Und da hinten, hier ist eine Rutschpartie, also springen und festhalten. Dann sind wir da auf der sicheren Seite. Upsa. Ein bisschen tief gefallen. Ich wollte mich eigentlich rückwärts festhalten, aber ist jetzt auch. Mensch, Lara. Jetzt machst du dich aber selten dämlich. Danke. Noch ein weiter Sprung festhalten und hier haben wir noch mal ein paar Medikits. Ah ne, ein Medikit. Ich dachte, da wäre noch eins, aber es war ja Schrotflintenmuni.
So. Und jetzt geht's ab ins Wasser. Ratten nur nervig, mehr nicht. Ich muss noch mal gerade gucken. Hier war ich mir nicht ganz sicher. Nee, aber wir haben hier kein Item, was wir bräuchten. So. Hier schwimmen wir dann an Land. Hier haben wir nur eine Ratte. Wunderschön, wie sie mit ihrem Schatten. Hier bringt es nichts, oben zu springen, weil die Decke ist so niedrig. Deswegen gehen wir diesen Weg. Oh, fast. Der Schlüssel ist übrigens in der alten Grafik deutlich besser zu sehen als in der neuen. Ja. Hier sind jetzt auch zwei Ratten. Wir nehmen hier auf der Stufe einfach so ein bisschen Fallschaden in Kauf. Rüsten die Waffen aus, springen hoch, schießen, springen hoch, schießen. Machen wir nochmal. Und fertig. Dafür ist es nicht so nervig, wie wenn wir da hinten einfach so runtergehen. So, zack. So. Hier wollen wir dahin springen, damit wir hier hinten hochklettern können. Dann gehen wir hier einmal über den ganzen Sims entlang und da hinten wieder einen, na sagen wir mal, schwer erkennbaren Schlüssel zu nehmen. Aber wir nehmen ihn. Dann haben wir hier ein bisschen Muni wieder. Und ja, jetzt heißt es ein bisschen Klettern Max machen. Das dauert ein Weilchen. Aber wir kommen am Ziel an. Also irgendwann. Immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Jetzt wollen wir hier auf die linke Plattform. Wir haben ja zwei Schlüssel eingesackt. Die wollen wir hier natürlich auch jetzt verwenden. Ne? Sonst macht das ganze Ding ja hier keinen Spaß. So. Also, es ist euch überlassen, was ihr verwenden wollt. Ob normale Pistole, sonstige Pistole. Ich habe jetzt die Wahl da getroffen. So, ihr könnt hier unten noch gucken, wie ihr wollt. Hier unten ist erstmal nichts von Interesse. Wir müssen klettern. Das einzige Problem, was sein wird, ab der zweiten Stufe wird wieder ein gewisser Hans Wurst vorbeikommen. Deswegen kümmern wir uns mal kurz um ihn. Jetzt könnten wir uns es echt schwer machen, da an das Item ranzukommen. Machen wir aber nicht. Stattdessen machen wir es uns einfach. Stellt euch am besten so hin, dass Lara tatsächlich diese Linie perfekt
zwischen ihren Beinen entlang führt. Ist jetzt egal. Perfekt zwischen ihren Beinen lang führt und dann einfach nur einen Linkssprung. Und zack, seid ihr hier. Und genau, das nutzen wir dann aus. Und von hier müssen wir... da hoch. Hat auch perfekt geklappt. Hier unten warten nochmal drei Krokodile auf uns. Hey. Wanda. So, und das dritte kommt hier, wartet immer hier drin. So, dann haben wir noch eine Ratte, die machen wir aber mit der normalen Pistole. Ist mir echt sonst Verschwendung. Und mal von links ran. Heißt es wieder so ein bisschen klettern. Dort nicht mit Anlauf klettern, weil sonst stoßt ihr euch einfach nur den Kopf. So, wenn ihr das richtig macht, hier so ein bisschen seitlich versetzt springen, dann kommt ihr auch direkt zur Tür. Dann habt ihr euch ein bisschen Kletterei erspart. Hier ist es jetzt wichtig, hier vorne ist eine Stachelfalle. So. Die Ratten wollen gerade nicht kommen. So, wir müssen also ein bisschen schräg springen. Damit wir nicht von den Stacheln aufgespießt werden. Okay, ja. So, an der Stelle bitte bloß nicht ins Wasser fallen, das ist wichtig. Weil wenn wir ins Wasser fallen, haben wir ein Problem, aber dann echt einen weiten Weg. Oh Mann, ey, jetzt wäre ich beinahe ins Wasser gesprungen. Ich will eigentlich nur hier drauf. Müssen wir einen weiten Weg auf uns nehmen, um wieder hier hinzukommen. Stattdessen klettern wir jetzt einfach mal hier hoch. So. Dann einmal ein weiter Jump und einmal nur ein kurzer Jump. So. Den Hebel betätigen wir jetzt tatsächlich, damit wir unten an den Schlüssel rankommen. Ach, fast wieder die Gen-Taste vertauscht. Deswegen. Mit der Halten-Taste. Passiert mir leider häufiger. Gut, ein bisschen falsch Schaden jetzt bekommen, aber ist jetzt nicht so schlimm. So, nochmal außen rum. Rum, rum, rum. Schlüssel nehmen. Ich nehme dann noch gerade noch ein Medipack. Weil unser guter Freund Pierre wieder da ist. Pierre ist weg, dann können wir hier ins Wasser.
hoch war das. Links hoch war das. Ach ja, genau. Jetzt weiß ich ja. Wir müssen noch mal links hoch. Und zwar dürfen wir diesmal das Wasser anmachen. Und damit können wir das Wasser erhöhen. Ich will hier nicht ins Wasser fallen, deswegen. So. Wo ist er denn? Da ist er. Mann. Ja. Den Hebel braucht man. Damit haben wir beide Renten weg. Können da hinten noch den Loot mitnehmen. Gehen wir hier rein. So, die Stacheln tun uns nichts, wenn wir schwimmen. Deswegen brauchen wir da echt keine Angst haben. Es ist nur alles ein bisschen verwinkelt. Da haben wir den goldenen Schlüssel. Dann sind wir hier vorne tatsächlich schon ziemlich fertig. Wir müssen jetzt nur noch, warte mal hier, den unauffälligen Stein beiseite schieben. Können wir mit dem Rückwärtssprung und der Rampe hier oben hin. Nehmen wir uns das Stück hier. Das Stück hier. Das Stück hier. Failen beim Runterspringen. So. Und haben hier alle Items. So, die zwei Silberschlüssel, die wir eingesammelt haben, die verbrauchen wir jetzt hier für die zwei Türen.
kommen noch mal. Gleich Gorillas. Warte mal. Gut, hier war nix. Ich war mir nicht mehr ganz sicher. Ein Gorilla eigentlich nur. Okay. Dann nehmen wir dafür wieder unsere kleinen süßen Magnums. Dann geht das auch ganz schnell. So, der goldene Schlüssel. Der ist jetzt dafür da, um diese Tür zu öffnen unter uns. Die Löwen sind ja echt schnell. Normal habe ich mit denen erst gerechnet, wenn wir hier sind. Auf dem schachbrettartigen Muster. Die einzige Trap, die wir hier auslösen wollen, ist die hier. Weil die bringt uns zu einem Item. Mensch, Lara. Einfach springen. So. Mit dem Hebel hier können wir die Tür öffnen. Wir bekommen nochmal ein paar Löwen. Aber die Löwen sind ja nur kleine Pussys. So. Jetzt müssen wir leider einen Block sehr weit ziehen, damit wir so an die letzten Items rankommen, weil, wie wir hier sehen, uns fehlen noch drei. Und die sind alle über uns. Nein, nicht dran springen. Ziehen bitte. Nein. Es ist, wenn man zu schnell die Funktionstaste drückt. Plus dann nach vorne. Passiert leider. Schön, dass es so durch die Tür einfach passt, ne? Ohne dass es dann welche Probleme gibt. So, ich glaube, das reicht da. Ja. Nein! Ach man. Okay. So, hier oben sind nochmal zwei Ratten. Die wollen wir jetzt nicht mit den Magnums erschießen. Ein bisschen das wäre ein bisschen over the top. So, und hier haben wir noch zwei mal Munition. Und damit haben wir alles eingesammelt, was wir einsammeln mussten. Mal nachgucken. Und ja, 3 von 3 Geheimnissen, 28 von 28 Items. Und jetzt können wir einfach nur noch hier runterspringen und sind dann beim letzten Teil von Griechenland.